Versuch von vielen Musik zu sammeln. Ah, okay. Nee, ansonsten so, gibt es halt auch normale Musik? Ja, bestimmt. Meistens aber eher so, kenne ich so in Osu so Nightcore-Versionen. Ah, oh, ich schwöre, hättest du mich zu einem anderen Moment gefragt, hätte ich dir sofort sagen können, was Sache ist. Aber so ist es immer ein bisschen schwierig. Ah, es ist ein absoluter Klassiker. Scatman's World finde ich gut. Ja, alles Mögliche. What is love? I want it that way. Wenn wir jetzt von Popmusik reden, wenn wir jetzt eher von Weep-Musik reden, dann würde ich sagen Ai no Uta, also das Lied von Hatsune Miku. Also nicht direkt, also ich weiß gerade den Creator nicht. Aber es gibt ja auch ein Lied in Pikmin, was so heißt, was ich lustig finde. Electric Angel, aber die Rin und Len-Version. Die ist sehr bekannt. Easy Dance, also generell ziemlich viele Songs, die mit GM macht. Schade, dass die Zeit von 3 das vorbei ist. Ja, ich meine, heute gucken wir. Das passt sehr gut zum Thema gerade, interessanterweise. Schauen wir mal in den Essensshop. Reis haben wir noch nicht. Eine Schale Reis, da nehmen wir auch gerne noch ein bisschen mehr mit. Schadet jetzt nicht, so 16 Euro für Reis. Auch ein paar Kirby-Lieder drin. Welche? Sind das so Remixes oder sind das Originallieder? Ich habe irgendwie einen Drum and Bass Remix von Gormit Race auf meinem 3DS. Wenn wir schon wieder beim Thema von meiner Playlist sind. Noch hast du nicht verpasst. Ich habe eigentlich nur. Ich habe nur geredet und mein Maxi King gegessen. So, es gibt neue Kappen. Wir sind gerade noch beim Klamotten angucken. Also. Muss ich haben, muss ich haben. Obwohl, ich habe die beste Farbe, dann passt. Ich will das Meerjungfrauenkostüm. AOST und ein Remix. Sehr gut. Willkommen. Aristokratenkleidung hat jetzt auch mehrere Farben. Baumwollstrickjacke. Sehr schick, Eckladenuniform. Ach, das ist so ein Süßigkeitenverkäufer. Das Muscle-Shirt. Möchte jemand bufft sein? Er war noch bei Fully im Stream, bis ich gemerkt habe, oh Mist, ich bin noch nicht. Oh mein Gott, wie süß von dir. Ich hoffe, du hast zumindest beide offen. Also uns beide, das wäre super. Ich will mal nicht die Leute so. Also, ich weiß auch nicht. Es ist. Willkommen. Ich fühle mich geschmeichelt, aber es fühlt sich auch so komisch an, wenn man über jemand anderes priorisiert wird. Ich nehme es mal als Kompliment. Dankeschön. Sieht aus wie ein Schachmuster. Es ist auch gar nicht so. Wo ein japanischer Garten? Weißt du was, den nehme ich mit. Das könnte definitiv jemand. Nekuni! Wenn ich gerade so überlege. Ich glaube, du hast noch keine Einrichtung. Willst du zufällig den japanischen Garten? Vielen Dank. Give me Japan, okay. Sehr gut, aber vorher hole ich mir noch die Wundertüte und guck einmal in die Mi-Nachrichten. Versuch doch mal dein. Meine Tüte. Vielen Dank. Okay, Tashi, was ist in der Tüte drin? Wir schauen jetzt gemeinsam da rein. Das erste Item ist. Chili con Carne. Das zweite Item ist. Ein Plastikpokal. Und das dritte Item ist die Anglerhose. Komm gerne. In Berlin oder Potsdam, da gibt es japanischen Garten. Tatsächlich wohne ich gar nicht so weit weg von diesem Garten in Berlin, wenn ich so drüber nachdenke. Chili, du willst das Chili haben, okay? Also würde ich sagen, erstmal ist es Zeit für die heutige Ausgabe der Mi-Nachrichten. Präsentiert von, ich glaube, es ist Odeon. Willkommen bei den Mi-Nachrichten um 5 Uhr. Die Mangel-Expedition konnte nach langer Suche endlich den legendären Hirsch von Patropina entdecken. Der wissenschaftliche Name dieses Tieres lautet Bakamuthirsch. Es frisst hauptsächlich Soufflés. Mangel sagte nach der Entdeckung des Hirschs: Wir haben allen Zweiflern gezeigt, dass es den Bahamut-Hirsch wirklich gibt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wow, das kam jetzt überraschend. Ich bin ja so aufgeregt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Odeon Ken und das waren die Mi-Nachrichten um 5 Uhr. Berührt. Hirsch. Keine Ahnung, du willst das Erdnuss. Du willst Erdnuss-Chili geben. Stimmt, Nekuni hat noch keine Wohnung. Dann würde ich sagen, Nekuni? Bitte sehr. Guten Tag. Guten Tag, hast du zufällig einen Wunsch direkt?
In letzter Zeit ist es endlich wieder etwas wärmer. Es wird noch heißer. Es wird so heiß, dass es irgendwann ein Problem wird hier, japanisches Zimmer. Was für ein geiles Zeit mit dem 3DS, aber die Switch ist auch geil. Die Switch an sich als Konsole ist super. Mir gefällt nur nicht, was für Marketingentscheidungen getroffen werden. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Gucken wir uns mal an, was hier abgeht. Halt mir den Garten aber schon schön ordentlich hier. Sieht doch gut aus. Bambuszaun. Die Fassade. Ein Shogi-Spiel, was ist das? Ich kann nicht reinzoomen, oder? Oh Gott, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Großartig. Ja, wenn ich einen Screenshot machen will, dann drücke ich einfach rechtsklick Screenshot. Muss halt Geld verdienen, Kabelassus. Ja, sie wollen zu... Ist ein bisschen schwierig, das Thema. Okay. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das ist sehr angenehm zu hören, dass du pfleglich damit umgehst. Nikuni, wenn du schon mal hier bist... Klamottentechnisch, ich habe dir jetzt dieses komische Schlabbershirt gegeben. Aber wenn es irgendwas gibt, was dich anspricht, wähle Pick Your Poison. Also sagen wir es mal so, Fee, also, oder spricht man es Fee Hilly aus oder Fee Hilly? So, Pokémon Arceus gezockt, das war so ein Fall, wo... Ja! Ja, also ich habe Arceus eben nicht gespielt, weil, Fihili, okay, dann Fihili. Die Sache ist die, Nintendo ist gefühlt etwas sehr gierig und Stakeholder-orientiert geworden. Oh, warte. Oh mein Gott, diese Schuluniform. Damn, das sieht gut aus. Und das ist halt, was mich stört. Und das Spiel halt aktuell sehr... Ja, hauen wir die mal raus und patchen später was nach. Das ist wahr. Und man muss... Ich muss zugeben, dass die großen Spiele wie Kirby und das Vergessene Land oder Metroid Dread, die wurden immer zu Ende entwickelt. Also die sind... Da kannst du erstmal nicht so viel meckern. Nikuni, bist du noch hier? Tank sieht sehr gut aus. Okay, spezifische Farbe. Wir können mal gucken, was es da gibt. Ich habe nämlich mehrere Farben davon. Willkommen. Oh, ich habe nur die zwei Farben. Möchtest du dir die Farben mit Ari teilen? Die sieht auch ehrlich gesagt besser aus als das. Sie müssen halt die Beinfarben mit ändern. Andererseits ist doch der Sinn des Punks, sich nicht anzupassen, sondern sein eigenes Leben zu machen. Ich mach Mario Odyssey geliebt. Alles liebevoll gemacht. Welches Mario-Game war dein erstes? Hm. Dann nehme ich das einmal mit. Und gebe dir das. Möchtest, dann kannst du dir noch einen Hut aussuchen. Stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, hast du das nicht... Das hat doch jetzt Ari, Tashi und du haben jetzt dieses Outfit. So, ihr solltet... Ohne Mist! Ich glaube, ich muss euch in eine Punk-Band stecken. Gibt es Punk als... Es gibt kein Punk-Genre für diese Songs. Mario für Alice. Okay, okay. Gut, dazu muss ich sagen. Gut, du kannst es auch später gespielt haben. Ich kann ja nicht einschätzen, wie alt wir sind, aber so, ich bin halt so alt wie das N64, könnte man sagen. Aber ich identifiziere mich mehr mit dem GameCube. Hier hast du eine Ananas. So viel kann ich nicht essen. Huch, was? War das ein Link? Oder was hast du da gerade gepostet? Mit den Sternen? So viel kannst du nicht essen, was? Wieso? Achso, du bist fast voll. Dann darf es nur ein Cappuccino sein. Schlurfi. Ah, never mind. Such dir gerne mal ein Objekt aus. Ich genieße es gerade, dass du hier bist, Nikuni, deshalb. Sorry, es kann sein, dass ich dich gerade übel im Osu-Spielen störe. Ich hoffe, du bist gerade nur am Playlist erstellen. Aber hier sind so ein paar Gegenstände, mit denen der Mii interagieren kann in der Wohnung. Sie sind kostenlos und du kannst dir bis zu 8 davon aussuchen, aber immer nur 1 pro Level ab. Und meistens tummelst du dich dann mit anderen Leuten zusammen, die ein ähnliches Gerät haben.
Bin nur am Lieder suchen, deshalb ich scroll hier langsam durch und du suchst dir eine Sache aus. Laptop ist nicht verkehrt, okay, dann kannst du doch auf Osu spielen. Nee, ich glaube, Nekuni hat halt Lieder gesammelt von verschiedenen Leuten für eine Playlist, für Osu. Wahrscheinlich, dadurch, dass das Spiel eine player-generierte Stages hat, denke ich mal, dass alles möglich ist. Hast du jetzt eigentlich Happy Sensation gefunden, oder nicht? Dankeschön, Tashi. So. Starblink hat sich gestritten mit Keks. Oh oh, den schicken wir baden. Den schicken wir sich ab. Das heißt Starblink. Ich weiß. Bin ja nicht oft sauer, aber jetzt bin es wird gerade dunkel, Starblink, aber. Es tut mir leid, du wirst dein Bad nehmen. Ich gehe dann mal baden. So. Und schon ist der Gute wieder ganz ruhig. Auch wenn es so 2 Sekunden das war. Hat gut getan. Wahrscheinlich demnächst Sonnensystem, das ist ja frei. Ich bin schon viel du machst Ordnung, du machst, vertragen können. Du machst den Osu-Stream. Den ganzen Tag? Stell ich mir super vor. Ich habe ja demnächst auch einen Sonderstream vor, aber ich habe noch keinen genauen Termin. Es könnte theoretisch gesehen nächste Woche sein, es könnte aber auch übernächste Woche sein. Das kann ich euch aber erst am Sonntag sagen. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Keksi ist eine Liebe. Die ist nicht sauer. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Das, womit habe ich recht? Wir haben uns vertragen. Womit hatte ich recht? Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Dass Keksi nicht wütend ist? Ich meine, das Schlimmste, was passiert wäre, wäre, dass es halt so ein Everything that can go wrong, will go wrong Moment wird. Banana. Nicht den ganzen Tag, außer es sind sehr viele Lieder. Erst seit heute in Planung. Ja, also klingt auf jeden Fall noch ein Konzept. Banane hat nicht geschmeckt? Schade. Ich finde Bananen lecker. Aber ich weiß nicht, ob mir Schwarztee gefällt. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht war das so ein Ding. Ich trinke ja nicht so oft Tee, ne? Aber vor allem als Kind konnte ich immer nur Grüntee so wirklich gut leiden. So schwarzer Tee. Tee war nie meins. Ich wollte da immer zu viel Zucker reinknallen und dann hat es irgendwie den Sinn des Tees verfüllt. Such mal Matcha. Ich meine, Matcha kenne ich in Mochis als Geschmack. Das ist ganz okay. Aber Matcha-Tee an sich habe ich noch nie getrunken. Guten Tag. Mama Gecko, du bist ja völlig ausgehungert. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendein Basic-Teil. Ein Basic-Teil für Mama Gecko. Ja, gucken wir mal. Basic, das ist nicht gerade... Das ist Basic? Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das ist ein bisschen extravagant gewesen. Da hast du doch noch einen Basic-Teil aus. Wieso habe ich 2 Stück davon? Dann nimm dir. Matcha-Tee, Smoothie oder Eis. Ist Oishi. So viel Japanisch kann ich dann auch noch. Wie viel hast du versucht zu lernen? Oder bist du tatsächlich irgendwie durch dein... Mein Waifu steht auch drauf. Wer ist dein Waifu? Moment, willst du damit sagen, es gibt Smoothie-Tee? Oder sind Smoothies lecker? Smoothies sind in der Tat lecker. Vor allem so Tropical Mix mag ich. Oder Erdbeeren. Erdbeeren sind. Sie ist Juristin. Ich habe Angst vor ihr. Musst du mal aufpassen, was ich sage. Ah, okay, du meinst quasi deine echte Ehefrau. Okay. Ja, gut. So kann man ihn natürlich auch nennen.
Mama Gecko ist gerade nicht hier. Wobei, Gecko hatte sich vorhin noch tierisch gefreut über den Stream. Vielleicht, ich hoffe, es geht dir gut. Und dass du, wenn du das hier siehst, gerade eine gute Zeit hast. 90 € und 94 € für meinen Weltraumurlaub. Weltraumurlaub. Den Weltraum. Was hast du zu sagen? Es sind meist die Kleinigkeiten, die mir Kopfzerbrechen bereiten. Ja, also die Birne zermürbt habe ich mir in den letzten Tagen schon. Warmut will spielen und Foxy hat ein Problem. Aber Foxy spielt gerade so schön mit der Katze, deshalb beschäftige ich mich eben schnell mit Warmut. Komm, spiel mit mir. Und dann müssen wir ihn unbedingt füttern. Warmut, was wolltest du spielen? Versus Bildersuche. Always go second. Möchtest du lieber erster oder zweiter sein? Matcha gibt es mit Eis und Sesam drauf. Dann gibt es Bubble Tea mit Matcha und Smoothie mit KitKat. Die vielleicht. Oh Gott, ich muss jetzt tatsächlich aufpassen bei dem Spiel, sonst zieht er mich wieder ab. Das ist das Kehl. Das ist das Kehl. Oh. Nein, warte, ich zieh ihn ab. Das ist ein Holzlöffel. Oh, okay. Was ist denn das hier? Das ist Erdnuss. Das ist dein Tafelschwarm. Oh, wow, er kann jetzt den Recover machen. Aus dem Konzept gebracht. Die hier. Okay, er hat verkackt. Die hier. Oh mein Gott, ich kann auflösen. Du bist dran. Das ist ein Paar. Das ist eine Erdnuss, wenn ich eine Erdnuss gesehen habe. Das ist ein Paar. Seine Haare sind erdnussbutterfarben. Das ist ein Soufflé. Soufflé. Das ist ein Paar. Perfekt. Könnte mir Matcha tätowieren. Ist das ein Blatt? Ah, ich weiß echt viel zu wenig darüber so. Glückwunsch. So, groß, mittel oder klein, welche Kiste soll es sein? Ihr entscheidet. Bubble Tea mit Matcha-Geschmack. Oh, Bubble Tea ist super, aber ich trinke meistens entweder Rainbow Jelly oder halt Tapioca, weil das ist so, das ist ein gutes... Happy Sensation leider nicht gefunden, aber Scatman. Ne, warte, Scatman's World. Nicht I'm the Scatman. Da bo bebo, bubble di ba 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 bo, bubble di ba bo. Wisst ihr, was ich letztens rausgekramt habe? Erst gestern habe ich die 17 Schlümpfe-CDs aus meinem Regal genommen und durchgeguckt, ob es Mambo Leo als Cover von den Schlümpfen gab. Leider nicht, dass du das noch kennst. Ich habe die alle noch. Ich habe sogar eine der neuen. Und bis auf, dass sie einen anderen Synthesizer verwenden, finde ich die eigentlich gar nicht so schlecht. 17, ich habe einfach alles gedrückt. Ja, es gibt 17. Ach so, du meinst 17 CDs. Nee, das ist doch super. Es gibt generell so Sachen, die ich eigentlich mal vorhaben müsste. Ich müsste eigentlich auf Hörspiele und halt auf CDs mal reacten. Das Problem ist, dann ist das wieder mit der rechtlichen Sache so problematisch. Kannst dann nicht mal eben auf Popmusik reacten. Oder eben auf Filme. Bei World leider nur die Club-Version. Die kenne ich jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Was haben wir denn letztens gesungen im Karaoke? Ich war doch... Vor einer Weile war ich doch beim Karaoke mit Neko. Was haben wir da alles gesungen? Oh mein Gott, Rock Me Amadeus und Vienna Calling. Die gibt's garantiert. Das sind auch unglaublich gute Songs. Können den Grüntee. Wer macht dann so viel Musik, dass es aus 17 CDs werden? Das Lustige ist, das sind halt Covers. Und ein, zwei Songs wiederholen sich sogar, aber meistens sind das nur die Weihnachtslieder. Die sind dann so auf zwei CDs. Schließen ist echt nicht so einfach. Oh, gerade, dass du das sagst, ne? Bahamut, falls du das hörst, ich weiß nicht, wo du bist. Du kommst wahrscheinlich später noch. Aber Bahamut kenne ich jetzt auch schon seit 2014. Das ist halt richtig krass. Wir nähern uns mit langsamen Schritten unseren 8 Jahren. Und das ist echt krass. Geht ihr am Samstag zu Respawn? Ja, ich gehe zur Respawn. Oh mein Gott, jemand aus Berlin. Super. Ich werde da sein. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Tashi! Komm, spiel mit mir. Dann gehst du auch, Christopher? Meinst du CSD? CSD. Da muss ich noch gucken, wie ich das genau mache, aber eigentlich will ich schon. Eigentlich will ich schon. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Hau mal raus.
Blinky und Glurak sind befreundet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und die korrekte Antwort ist... Hashis! Genau. Oh, danke, dass du mir die Lösung zugeflüstert hast. Ach so, Christopher Block. Ja, ja, ich glaube, bei dir habe ich mal Amiibo-Text gekauft. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Alles gut, man vertippt sich mal. Und Flatter haben beide Drachen. Nee, Bahamut hat, glaube ich, einen Drachen. Flatter hat definitiv einen Drachen. Körbo, hast du einen Drachen? Weißt du das noch? Körbo hat einen. Okay, dann hat Flatter auch einen. Und die korrekte Antwort ist... Bei Flatter erinnere ich mich. Das stimmt genau. Okay, sehr gut. Teamarbeit. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Tiddle und Jenny haben den gleichen Geburtstag. Das würde mich wundern, deshalb sage ich nein. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Aber ziemlich nah aneinander. Ey, das ist ja bald. Der 3. August ist ja bald. Also gut, bald. Sei OMG, das Gesicht süß, aber Avatar mit der Brille. Glückwunsch. Meinst du Jen? Jen hat einen lustigen Mii. Das wird dann dein Preis. So, groß oder klein, welche Kiste soll es sein, Tashi? Lab 2. Lab 3. Wisst ihr, was ich noch habe? Mr. Chip. Groß. Kistenception. So, Tashi, du wolltest Chili con Carne. Das habe ich doch hier direkt zur Hand. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Und ich mache mir die Kiste auf. Hier klappt du bei mir nicht. Meine Better Twitch TV Emotes sind eigentlich schon sehr lange nicht mehr geändert worden. Was ist Clap 2 genau? Seit ich jeden Tag auf die Waage steige, ernähre ich mich gesünder. Musst du das sagen, nachdem ich mir einen Chip reingesteckt habe in den Mund? Es war sehr unsensibel. Deshalb bekommst du jetzt Milch. Nur spiegelverkehrt. Nee, ist das bei der Twitch TV oder wie heißt das? 7 TV? 7 TV habe ich noch nie eingerichtet. Kann man aber mal machen, theoretisch. Aber aktuell habe ich halt super viel Zeit. Oh, schaut mal, die beiden sind verliebt. Ein Körbo ist hier. Warte, wir beobachten Körbo ein wenig in seiner natürlichen Umgebung. Ein höchst interessantes Naturspektakel. Der natürliche Jäger lockert seine Muskulatur, bevor er auf den Beutefang geht. Er steht sehr still, um seine Beute nicht zu verschrecken und in Sicherheit zu wiegen. Und dann schlägt er zu. He's coming! Oh boy! Schnell rein da. Bevor er uns umbringt. Guten Tag. Guten Tag, Körbo. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Ich arbeite in der Informat. Also ich arbeite bei einem. Ich glaube, wie soll ich das klein? Ich bearbeite Tickets und mache administrative Aufnahmen in einer Immobilienfirma. Ich arbeite nicht direkt mit den Immobilien, aber ich helfe halt, wenn wir stecken. Etwas Sportliches für den Körper. Was haben wir denn da Schönes? Sportlich, sportlich. Wir hätten zur Auswahl. Wir hätten den lila Tracking Suit zur Auswahl. Der könnte Körper stehen. Theoretisch, dann hätten wir den lila Suit, okay. Schiebe, weiß, Trainingsjacke. Tada! Ui! Es passt relativ gut dazu. Die Musik in dem Spiel ist halt so Hintergrundmusik. Sie ist aber ikonisch, muss man dazu sagen. Du kannst in den Soundtrack reinhören und in den Kommentaren unter Tomodachi Life einfach lesen, wie Leute sind so, oh mein Gott, ich erinnere mich noch, wie ich meinen ersten verliebten Mii hatte oder die Trennung von Mii A und B war so schrecklich, ich habe geheult als Kind. Oder
Oder das war ein sehr verstörender Traum. Warum macht Nintendo sowas? Das ist super interessant. Ich liebe so Kommentare unter Liedern. Und ich liebe es, Kommentare unter Kinderserien-Intros zu lesen. Das Problem ist nur, YouTube Kids hat alle viele Kommentare gelöscht oder unsichtbar gemacht und das fuckt mich so ab. Ich will einfach irgendein Serienintro angucken, was ein absoluter Banger ist von einer absoluten Banger-Serie. Und dann kann ich die Kommentare nicht lesen, weil YouTube gesagt hat, ist für Kids, gibt keine Kommentare. Alle Kommentare sind weg. Ich mache neben meiner Arbeit auf die 3DS OST an und genieße es. Sehr passend. Also, aktuell höre ich auch relativ viel Musik. Welches Spiel hörst du denn noch so an? Körper, wünschst du dir ein Item? Warum ist YouTube-Shit so scheiße? Ja, das frage ich mich auch. Nee, hast leider zu viele Items. Phrase, hast du ein Lied? Körper hat kein Lied, Körper. Wollten wir nicht irgendwie ein Lied für dich machen? Oder war da was? Wusstest du gar nicht, dass es YouTube Kids gibt? Naja, YouTube Kids ist... Das ist so eine blöde Reform. Ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ist diese ganze YouTube-Kids-Scheiße eigentlich noch ein Ding aus 2019 oder dem Anfang von 2020. Da war die Welt noch neu, in Ordnung, meine ich. Und dann kam, ihr wisst schon was. Das habe ich mir ja auch gedacht damals, so YouTube-Kids umgeht die Memo, aber eigentlich ist es ganz anders. Naja, da war die Welt noch neu und Mutter Erde ging jetzt nicht gut. Das hatte ich gerade im Kopf. Ja, okay, Körbo, dann gebe ich dir jetzt einfach deinen Cent und gut ist, denke ich. Kannst aber beim nächsten Mal noch fragen. Es wird nicht das letzte Level Up sein. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 9.999,91 € für meinen Weltraumurlaub. Lust auf ein Spielchen? Aber gerne doch. Oh, so du. Okay, das krieg ich hin. Also. Das ist Lukas. Das ist Odeon. Das ist ein Kessel. Odeon ist kein Kessel, verstanden. Das ist Sabine. Sabine ist. Das ist ein Paar. Sabine ist in der Tat Sabine. Das ist Oswin. Oswin ist nicht Odeon. Zumindest nicht dieses Jahr. Das ist eine Gummiente. Oh mein Gott, ist die süß! Meine Mutter würde die lieben. Das ist ein Sandwich. Ein Sandwich. Hä, Moment mal. Das ist awesome. Mir fällt gerade auf, wir haben schon mal Odeon gesehen. Und den Käse. Okay, dann kann ich noch Odeon machen. Die waren hier. Dann haben wir hier das Sandwich wahrscheinlich. Das ist ein Paar. Nicht dieses Jahr. Irgendwie hat Oswin hat vorhin auf unserem Server so eine Bemerkung gemacht, dass er letztes Jahr irgendwie kurze Zeit Odeon ersetzt hat. Du weißt schon, so lokale Server-Memes, dass sich Leute lustige Namen geben, Profilbilder ändern und so Stuff. Groß, mittel, klein, welche Kiste soll es sein? Ich habe das nicht so ganz genau gelesen und ich will jetzt auch nicht nachgucken, weil das eigentlich so ausplaudern ist. Ich hatte mich nur gerade daran erinnert, weil es die beiden waren. Welche 3DS-Spiele hast du eigentlich als Kind gespielt? Ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht alle gespielt haben. Und sorry, falls ich Kind sage. Wobei, ich war ein Kind, also ich war zumindest jugendlich, als der 3DS rauskam. Nehme jetzt einfach bitte. So. Ich bin manchmal total tollpatschig. Sei mir bitte nicht böse. Ach nein, wie kann man dir denn böse sein? Du bist der goldigste Knuffel von ganz Paco Pina. Oh, danke schön, Toshi. Irgendwas, irgendeine Kleinigkeit zu essen. Hast du schon alle Sachen trainiert? Nein, du kriegst jetzt auch Milch, damit du groß und stark wirst. Shit, mir fällt gerade auf, würden wir Körbo Wachstumsmittel geben, dann würde er lange Beine bekommen und es würde super seltsam aussehen.
komm, spiel mit mir. Naja, FSK 18 Spray meine ich. Ich zieh dich ab. Shit, nimm es. Gewonnen. Fantasy Life auf dem 3DS. Oh mein Gott, Fantasy Life. Weißt du, wofür das Life in Doppelt Life steht? Du wirst dich freuen. Groß, mittel oder klein? Kannst ja auch mal aussuchen, hau raus. Naja, einmal steht's für Tomodachi Life und das andere steht für Fantasy Life, deshalb Doppelt Life. Also auf jeden Fall wird das noch kommen. Wobei theoretisch gesehen hätte ich auch länger Fantasy Life machen können heute, aber dann dachte ich mir, oh Mist, ich wurde daran erinnert, dass der eShop im August keine Payments mehr akzeptiert und ich habe leider keinen Account auf diesem DS. Das heißt, ich könnte dann kein Geld mehr reinschmuggeln in das Gerät. Deshalb müssen wir leider jetzt gucken, wie viel Geld ich quasi da rein investieren muss. Und dann müssen wir noch besprechen, wo ich das herkriege. Okay, ich sehe, ihr seid heute nicht gerade... Überlasst mir heute die Wahl, das ist okay. Freitage finde ich irgendwie schon relativ erträglich. Relativ erträglich, Freitag ist das Beste. Wobei, können wir uns darauf einigen, der objektiv beste Tag der Woche ist einfach der Samstag. Du kannst morgens ausschlafen, du kannst abends lange wach bleiben, du kannst noch einkaufen gehen, wenn du was brauchst, und du musst nicht arbeiten. Es müsste einfach jeden Tag Samstag sein. Gibt es irgendwas, was gegen den Samstag spricht? So, Läden haben vielleicht nicht so lange offen. Ist halt nicht bei jedem so. Ja, aber halt, jeder hat diesen einen Tag in der Woche. Wo man halt frei hat. Richtig, aber wenn jeden Tag Samstag ist, dann fehlt doch die Magie. Vielen Dank. Jetzt fehlen ja. 9.999 Euro leider. Cent für meinen Weltraumurlaub. Das ist aber bei vielen Sachen so. Ist eigentlich der Ventilator zu laut? Ich hab den... Nee, ich hab den nur auf 1 und passt. Ah, oh, der ist so erträglich, ne? Überleg grad mal. Warte mal, lass mich mal eine Sache probieren. Guten Tag. Perfektion. Wir hören nichts. Ach so, das ist nicht Dings. Dann ist alles okay. Wie geht's dir, kleiner Schlauberger? Ich werde Nein sagen, wenn ich deprimiert bin. Nein, ich meine natürlich ja. Davon. Ja, ja, das ist sehr gut. Sehr gut, alles nicht klar. Ändern. So, auch du bekommst in der Tat... Du kannst doch ein Canolo. Graf Canoli. Kram, 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 kram. Kannst du übrigens auch ein Mii auf der Insel werden, Fihili. Ja, der Fihili, Entschuldigung. Gehst du dieses Jahr noch auf welche Conventions? Ich gehe dieses Jahr definitiv noch auf die Max. Und Neko möchte mich mitnehmen zur Animecon in Babelsberg. Also im Filmpark. Da habe ich zwar noch kein Ticket, aber das wollen wir jetzt demnächst machen. Was hast du gefragt? Du kannst theoretisch gesehen hier auch ein Mii werden. Dafür gibt es einen Command und dann wirst du quasi, dann kannst du quasi auf dem Discord-Server so eine Art Anmeldeformular ausfüllen und dann kann ich dich hier einfügen, falls du Interesse hast. Kein Ei für Flutter, zu viele Eiweiße. Wusstet ihr, dass das Eigelb mehr Eiweiß hat als das Eiweiß vom Eiweiß? Und wusstet ihr, dass das Eiweiß vom Ei klar heißt? Jo, stimmt, Erdnuss war der Fischkorb. Wie gut. Guten Tag. Oh nein, Erdnuss. Du siehst gut aus. Ich brauche einen neuen Hut. Oh, Erdnuss sieht aus wie eine Fusion aus dem Fortnite-Fisch und dem Scout aus Team Fortress 2. Ich brauche einen neuen Hut. Nein, brauchst du nicht. Du wirst den Fisch aufbehalten. Ich habe doch zu wenig Ahnung von Twitch. Bin voll der Boomer. Alles gut. Sag mal so, wenn du zur Respawn gehst, kannst du nicht so krasser Boomer sein. So, den Fisch. Was für ein Hut. Oder weißt du was? Die Luke-Mütze, die sehe ich an Erdnuss. Die sehe ich.
Oh mein Gott, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt er mir. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Der sieht richtig fesch aus, der Junge. Leute, die sich nicht an Regeln halten, will ich immer zurechtweisen. Pass auf, dass dir das nicht zum Verhängnis wird. Hier, nimm eine Banane, dann bist du groß und stark. Könnte Postbote in Japan sein. Der ist voll knuffig. Aber ehrlich gesagt möchte ich, dass du jetzt wieder den... Ne, wo weißt du was? Du kannst den Fisch behalten. Genau, wir haben quasi einen Channel für die Anmeldung. Oh Gott, was tue ich hier? Und da kannst du Mii... Also halt so ein Mii einschicken. Und dieses Personal... Ich weiß nicht, hast du Tomodachi Life schon mal selber gespielt? Dann weißt du ja quasi, was du ausfüllen musst. Zur Not kopier einfach den 3DS-Code ein. Von damals. Oder erstell dir einen. Na gut, ist mein dummer Sohn. Er schläft! Okay, okay. Erdnuss? Was geht in deinen Träumen vor? Alles klar in deinem Land in letzter Zeit? Den hatten wir schon mal. Naja, mal so, mal so. Vor 100 Jahren habe ich es mal gespielt. Ja gut, ich kann verstehen, wenn es nicht mehr da ist. Oder? Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Und euer König, ihm geht's doch gut, oder? Erdnuss sagt jetzt nichts Falsches. Absolut fantastisch. Oh. Haha, köstlich, nicht wahr? Oh, kennt ihr das, wenn jemand in eure Richtung guckt und mit euch und ihr denkt, der redet mit euch und ihr kennt ihn nicht und dann seid ihr so... Haha, köstlich. Hallo? Und dann winkt die Person jemand ganz anderem zu und ihr denkt euch so, scheiße. Wie konnte ich davon ausgehen, dass jemand was von mir möchte? Haha, köstlich, nicht wahr? Ja, okay. Herr König, ihm geht's doch gut. Erdnuss wird ein bisschen ignoriert, finde ich schade. Das hat er nicht verdient. Und die Lockenperücke nehme ich gerne. Köstlich! Ich wünsche lieber zu konzentrieren mich auf die High-End-Games, wie zum Beispiel. Ah, okay, viel Spaß bei denen. High-End-Games habe ich noch nicht gehört, also den Begriff. Aber ja, ich verstehe genau, was du sagen willst. Lass uns etwas spielen im Bild von Pina. Wobei, gerade bei Tomodachi Life, es ist halt cool, wenn du deinen Mii hier reinschickst, dann wird er quasi halt auch Teil dieses Konstrukt, also wird dann Teil von dieser Community und macht einfach sein eigenes Ding. Das ist halt der Appeal davon. Das Spiel ist ziemlich gut für Communities. So, das ist doch, das ist definitiv ein Babyfoto von Erdnuss. Das ist einfach Erdnuss. Es waren einige Erdnuss, sein Fötus. Das ist ein Ultraschallfoto von Erdnuss. Dann kommt dir nicht der Traum, wo du durchs Fenster geguckt. Ja, der ist super. Selbst Hasssonntag. Ich hab's auch gesehen. Was wird es wohl sein? Das ist definitiv Smash Brothers. Das ist eine Smash Reveal. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das kein Smash Reveal ist. Ich sehe nichts weiter als das Smash Icon. Ich glaube, es ist eine Waffe. Die Waffe! Confirmed für Smash! Es war eine Waffe. Okay, das ist eine komische Waffe. Und das letzte Eichel. Ich mag die ganzen Tomodachi-Spiele sehr, habt ihr damals genossen. Was wird es wohl sein? Hast du Miitopia gespielt später? Gewürzgurken? Ich glaube, das sind Gewürzgurken. Die richtige Antwort. Eine hässliche Waffe. Bitte seine Gewürzgurke. Es waren einige Gewürzgurken. Oh, das war gerade richtig schlimm, ne? In meinem Kopf waren die geschnitten. Another Shitpost is ready. Glückwunsch. Groß, mittel oder klein, welche Kiste soll es sein? Oder muss ich wieder entscheiden? Groß, okay. Das Blumenbouquet, der Blumenstrauß für dich. Bramissimo. Hier unten haben wir ein Problem. Heute gehen uns die Probleme gar nicht aus und die Gesprächsthemen. Super cool. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Du hast doch einen ganzen Kleiderschrank voll. Okay, was geben wir? Wisst ihr was? Wir geben ihr jetzt eine der beiden Schuluniformen und ihr entscheidet, ob wir die prunkvolle pinke oder die prunkvolle braune Schuluniform. Wo ich muss schon zugeben, bei der anderen Schuluniform ist der Rock schöner. Bin jetzt auch da.
Willkommen! Oh Gott, was ist das für ein Bild, Körbo? Warte, welcher Channel war das gerade? Aber hey, du so. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da Vorlagen hattest für, aber du zeichnest schon nicht schlecht. Also ich glaube, du hast ein Faible fürs Zeichnen, Körbo. Eventuell ein bisschen deeper rein. Jetzt ab mit dir in die Schule. Und hier hast du einen Cracker, weil du so lieb bist. Nee, wie gesagt, falls du noch Probleme hast, schau in den Channel, der sich nennt. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Komodachi Live Anmeldung und dort siehst du halt, wie Leute Bilder von ihren Mies posten und dann quasi Energy, Speech, Face, Mood und die Namen. Einfach quasi genau sowas ausfüllen. Das ist super. Der Kontext ist gerade verloren gegangen. Ich meinte damit, dass ich jetzt dabei bin und mehr Themen habe zum Reden. Ah, nee, das ist super hilfreich gerade. Also, wirklich. Neulich habe ich Ari getroffen. Sie hatte sich wohl verlaufen. Hoffentlich nicht im Klo. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Er ist schon angekommen. Oder sie? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie gesagt, bei Fee denke ich immer an Fee. Deshalb bin ich im Kopf ein bisschen verwirrt. So, was geht hier ab, Ari? Aktuell sind sie wieder am Coden. Coding like a boss. Ich meine, Disco Gated. Oh, okay. Hier wird auch gecodet. Ihr codet doch hoffentlich nicht um die Wette. Kein Wettbewerb. Mama Gecko Sabine dreht eine Runde durch die Insel. Jo, warte mal, ist das Sofa da ein Gummidrops? Das Sofa besteht aus Gummibärchen. Das klebt bestimmt wie Scheiße, aber oh mein Gott, sieht es gut aus. Feely ist ein irischer Nachname. Ah, okay. Erklärt doch die Aussprache. Hast du einen Spitznamen, wie ich dich nennen soll? Hier wird wieder Zockerparade gemacht. Ich frage mich, was sie da spielen. Ehrlich gesagt sieht das Spiel, was da drin ist, für mich ein bisschen aus wie Nintendox. Nur die Optik davon. Ja, aber selbst wenn, sieht es halt super aus. Oh, Nikoni. Weißt du, wenn Nikoni so vor dem toten Baum sitzt, muss ich an diesen Punk aus Ocarina of Time denken, der einfach sagt, dass er seine Eltern hasst. Wenn du magst, geht Fee klar. Oder Fee in dem Fall. Fee. Fee ist eigentlich nicht schlecht. Aber Nintendo kann man nicht mit mehreren Leuten spielen. Ja, das ist traurig und wahr und ich muss jetzt was eingestehen, eine Schande. Wir dachten damals, am Anfang, dass der WoW-Modus dazu da ist, dass man sich wirklich mit einer Person, ja genau, dass man sich quasi gegenüber sitzt und dann zu zweit in einem Park miteinander spielt. Das geht gar nicht. Im Endeffekt ist der WoW-Modus Street Pass. Generell alle Contact-Modes. Das fällt mir erst viel später auf. Alle Contact-Modes aus DS-Spielen waren eigentlich ein früher versucht, Street Pass zu etablieren. Das Problem war bloß immer, dass man halt die Software drin haben musste. Und Street Pass hat das quasi verallgemeinert und zusammengefasst. So, hier wird ordentlich telefoniert. Immer am Handy sind die Kids heutzutage. Stimmt, Said, was haben wir mit dir gemacht? Wir haben noch gar nichts mit dir gemacht. Gönn dir was zu essen. Du musst wieder deine Donation abholen. Guten Tag. Ich glaube, Level Up machen wir heute nicht. Aber vielleicht kann ich dich mit was mit Milch überzeugen. Ist in Ordnung. Und einen guten alten Orangensaft. Den ich auch hier habe. Warte mal. Wo ist mein Orangensaft? Oh, der ist im Kühlschrank. Den hole ich mir nach dem Part. Zum Glück war mein Sohn nie ein Kind und wurde von einem Baby direkt zu einem Erwachsenen. Das stimmt nicht. Am letzten Montag war Erdnuss noch ein Kind. Ja, und so war es das Tamagotchi statt Handy. Ich hatte nur ein Off-Brand Tamagotchi, muss ich dazu sagen. Mit Gekodox streite ich zwar auf. Das habe ich hier tatsächlich irgendwo rumliegen. Das ist ja das Lustige. Jo, jemand ist verliebt, was? Santo! Oh, nicht schon wieder Zand. Hast du dich schon wieder in Barmut verliebt? Ich,
Ich habe mich in Kirbo verliebt. Ich muss es ihm sagen. Ich meine, du hast lila Haare und Kirbo und pinke Haare. Deine Takt zählt nicht, da war er trotzdem Baby. Na gut. Ich würde halt so sagen, der sah halt aus wie 5 oder so. Vielleicht wäre er halt jeden Tag ein bisschen gewachsen. Ich glaube, Kirbo hat keine Beziehung, weil er immer abgewiesen wird und immer die zweite Wahl ist. Deshalb. Wie soll ich es? Go for it. Die Kinder werden witzige Haarfarben und die Kinder werden super seltsam aussehen, weil Kirbo halt dieses Gesicht hat. Kirbo, wie würdest du gerne erobert werden? Das Curb-Gesicht. Punkt, Punkt, Strich. Fertig ist das Curb-Gesicht. Ein Lied. Obwohl, ich frage nochmal Kirbo direkt. Lied ist natürlich eine Option. Community hat sich geeinigt in 3, 2, 1. Ja, ich denke mal, er wird damit klar sein. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihm sagen? An welchem Ort soll gesungen werden? War im Park nicht irgendwie im Riesenrad oder so? Café, wo Kirbo gerne ist, okay. Ah, wegen Kirbo und das vergessene Land. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Maid Dress. Ich wünschte, Kirbo würde sein Maid Dress noch tragen. Das wäre nämlich ein lustiger... Das wäre so ein lustiges Bild, wenn die beide das anhätten. Dienstmädchen, Standardkleidung, Plüschjacken, Sweaterbock. Weißt du was? Weißt du was? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, ich bin bereit. Ich bringe es hinter mich. Ein Glück muss ich jetzt nichts machen. Oh, Stella mit der Sternhaarspange. Du bist schön stark und nicht zu bitter. Ja, du bist richtig gut für mich. Wie ein Stück Zucker in der Kaffeetasse. Mein Herz, das schmilzt. Und zwar nur für dich. Das war's. Ich geh jetzt. Du bezahlst. Was meinst du dazu? Dieses Das war's macht mich immer fertig. Hey, ja. Warte. Mein Kopf! Was passiert? Kirbo kriegt auf jeden Fall eine ab heute. Kirbo kriegt heute auf jeden Fall eine ab. Unmöglich. Am allermeisten liebe ich dich. Alle lieben Kirbo. Wen von uns nimmst du, Kirbo? Nervöses Sweating. Das Gesicht von der Person in Pink erinnert mich an den Geist von Urainai Baba. Ich hab's auch noch gecallt, so. Kirby kriegt auf jeden Fall heute eine Freundin. Rejected. Nikoli, willkommen zurück. Ich wurde abgewiesen. Von Kirbo. Kirbo ist ein göttliches Wesen, so. Wisst ihr was? Geh doch einfach zusammen auf Reise. Hier. Und tu mir den Gefallen und nimm Stella mit. Was? Das ist für mich? Ich habe nämlich nur einen Reisegutschein. Ich darf reisen. Es wäre lustig, wenn sie wirklich zusammen in die Schweiz. Mal schauen, wo es dahin geht. War nie weg, aber jetzt im Lörf. Wir kommen. Im Fasnachtsbrunnen in Basel sind wirklich 10 Skulpturen untergebracht. Lass uns ein Foto machen. Urainai Baba ist die kleine Alte. Oh mein Gott, ich weiß jetzt sogar, wen du meinst. Ich habe ein genaues Bild im Kopf. Aber wieso sieht die aus wie Kirbo? Hat Kirbo auch wirklich keine Freundin? Nicht, dass er abgelehnt hat, weil er eine hat.
Nein, Kerbo hat keine Freundin. Ich wollte immer, dass er irgendwie mit Stella zusammenkommt. Das war niedlich. Die Schweizer Alpen sehen zu jeder Jahreszeit majestätisch aus. Lass uns ein Foto machen. Die Schweizer Alpen. Hallo Echo! Interlaken ist das Tor zu den Alpen. Hier gibt es viele geschichtsträchtige Gebäude. Yay. Lass uns ein Foto machen. Ich bin eigentlich voll interessant. Man kann ja in den US- und japanischen Versionen kann man ja nach Deutschland reisen. Ich frage mich, was man da für Fotos besucht. Wahrscheinlich manchmal Berliner Mauer, Brandenburger Tor, Kölner Dom oder sowas. Es läuft schon wieder viel besser. Das einzig Blöde ist, uns die Zeit ausgegangen. Nee, ist nicht ausgegangen. Wir haben noch Zeit. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Wir haben noch 10 Minuten. Dann müssen wir noch Stella aufheitern. Stella ist... Was? Stella ist verliebt? Sie ist nicht im Kummer? Was? Stella... Alles okay? Ich fühle mich so leer. Ich habe mich in Hiski verliebt. Ich muss es ihm sagen. Aber Hiski hat doch eine Freundin. Warum bist du dagegen? Hiski ist erst seit kurzem mit irgendwem zusammen. Ich weiß aber nicht, mit wem. Aber Hiski hat vorhin erst mit irgendwem geturtelt. Wer war das nochmal? Mit Ari! Du kannst nicht... Stella! Das macht man nicht! Du kannst nicht einfach mit dem Freund von deiner besten Freundin ausgehen! Verstehe. Irgendwie hatte ich das bereits geahnt. Alter, was für ein Backstab-Move das geworden wäre. Aber wenigstens ist sie nicht allzu traurig. Dann kann ich dich natürlich mit ein bisschen... Nahrungsmittel auf, Alter. Wir haben keine Nahrungsmittel. Also wir haben halt nur das nicht. Aber ich will wieder einen Cheeseburger kaufen. Willkommen. Cheeseburger. Ich bin ganz ehrlich, das Icon sieht einfach aus wie so ein Hundespielzeug. Ich habe nur 2 Sekunden. Ah. Ja, das nennt sich Pro Gamer Move Plan B. Wir haben keine Döner mehr, eine Schande. 30 Euro für wie viele Döner? Feuertopf, Frikadelle, Fleischbällchen. Ja, nicht. Fleischpastete, was auch immer. Warum ist das alles so teuer? Frikadelle. Und Gratin. Okay, ich muss aufhören, weil wir haben sonst bald kein Geld mehr. Serafina, hast du Autismus, weil das Q... wahrscheinlich schon... eher Asperger. Weißt du was? Nimm dir das Karton. Ja, der Klassiker. Das sind so coole Leute auch teilweise. Ich habe eine Menge Leute in der Ausbildung kennengelernt. Kann ich nicht essen. Und mit denen habe ich mich auch immer sehr gut verstanden. Bist du selber auch, oder wie? Wenn man fragen darf. Es ist voll süß, bei Stella zu beobachten. Sie ist traurig, aber sie lächelt. So. Oder das liegt halt einfach am Mii-Kopf. Das kann natürlich auch sein, dass sie da nicht drauf geachtet haben. Haben ganz viele Leute mit ADHS um mich rum. ADHS habe ich auch. Das äußert sich manchmal in lautem Gemecker. Aber nur in Stress. Achso, du bist satt, okay. Dann gib mir die Milch. Obwohl, warte mal. Ich muss dich doch noch ein bisschen nerven. Es ist voll süß, wie sie mich anlächelt. Haben wir nicht sowas wie ein Hypnose-Set? Haben wir Mobile? Weißt du was? Hier, nimm das Mobile. Ich habe rezidive Depression. No, bitte keine Depression. Nicht cool. Ich tippe einfach mal ein bisschen aufs Mikrofon. Hui, da dreht sich der Glasschuh und die Kuckucksuhr und Bahamut. Hebt die Hände in die Luft.
Hui! Schau immer weiter auf das Mobile und vergiss deine Sorgen. Es gibt keinen Krieg in Ba Sing Se. Es gibt nur Uhren. Hallo, Warmut. Ich hab nichts gesagt. Schade, dass der PC-Bildschirm nicht dran. Das Handy ist. An die Kinderzeit. Bist du jetzt wieder glücklich? Ja, Avatar, super. Und das andere war eine Referenz. Kannst du die andere Referenz einordnen? Es gibt nur Uhren. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Es gab nicht direkt eine Trennung, aber Kerbo hat sowohl Anju als auch Stella rejected. Kerbo ist einfach ein Giga-Chat. Gekko Dux und ich haben den gleichen Humor. Okay. Das will ich sehen. Also quasi, Anju hat sich... Oh, wie wunderbar. Was gerade passiert? Anju hatte sich halt in Kerbo verliebt. Hab gesagt, okay, mach. Und dann kam Stella so, nein, ich liebe dich. Und dann war ich so, nice, Kerbo kriegt eine Freundin. Und Kerbo so, nee. Giga-Chat-Face. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Ari. Was hältst du von ihr und mir? Ja. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Ja, tauscht euch aus. Neue Level Up. Zack. Nein, ich wollte das Geld nicht hinwerfen. Schade, jetzt hat Zeig da kein Level Up bekommen. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 9.999,93 € für meinen Weltraumurlaub. Gönn dir dazu noch einen Cheeseburger? Denn du bist gerade komplett ausgehungert. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Und noch eine Spielruhe für uns. Dann... Weißt du was, die Cola skippen wir heute. Warum schmeiße ich hier alles hin? Das ist gerade voll unfreundlich. Badam. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, was der Witz war. So, ich denke mal, wir sind hier für heute fertig. Was? Was ist gerade passiert? Eilmeldung. Dank der Unterstützung von Nikoni konnte endlich eine regelmäßige Postverbindung zum Nintendo 3DS Bildertransfer etabliert werden. Dieser Service ermöglicht es dir, im Spiel erstellte Screenshots in soziale Netzwerke hochzuladen. Ab sofort lässt sich schon während des Spiels von Tomodachi Life aus eine Verbindung zum Browser aufbauen, die ein direktes Hochladen über den Nintendo 3DS Bildertransfer ermöglicht. Wie Nekoni berichtet, freut er sich schon auf zahlreiche Bildbeiträge, mit denen die Schönheit von Pakopina überall auf der Welt bekannt gemacht wird. Um nach der Veröffentlichung auf die Insel zurückzukehren, ist ein Drücken des Home-Knopfs und eine Rückkehr zum laufenden Spiel in Tomodachi Life erforderlich. Danke fürs Zuschauen. Oh Gott, ich weiß, warum das passiert ist. Das ist, weil ich aus Versehen den Screenshot gemacht habe. Ich wette, der Service wird demnächst eingestampft. Der Wii U Bilder Transfer Service ist sogar Stand jetzt schon eingestampft. Das ist auch richtig traurig. Es geht einfach nichts mehr. Du kannst dich nicht einloggen. Der Wii U Browser ist so outdated. Es ist regelrecht traurig. Und wir haben ein Ereignis, aber... ja, juckt nicht so viel. Heute ist viel passiert. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Folge angucken. Und ja, komm live vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.